Deichgasse. Quellenplatz. Umsteigen zu O67 in Richtung Otto-Probst-Platz. In vielen Wiener Bezirken gab es in der Nazizeit zahlreiche Widerstandsgruppen, darunter jene unter der Leitung von Gustav Adolf Neustadl. Absberggasse. Käthe Sasso, geboren als Katharina Smuditz, gehörte dieser äußerst aktiven Gruppe bereits mit 15 Jahren an. Aufgrund ihres jugendlichen Alters entkam sie damals nur knapp der Hinrichtung durch das Fallbeil. Gellertplatz. Sie ist eine der letzten Überlebenden, die noch am eigenen Leib die Terrorjustiz der Nazis in Wien erfahren hat. Und da war unsere Wohnung, oben im zweiten Stock ungefähr, in der Höhe. Das Zimmer war 4x4 genau groß und die Küche war vielleicht 6 Quadratmeter. Das Klo war am Gang, das mussten wir 4 Parteien benutzen. Die Wasserleitung war auch am Gang und daneben war eine Tür, da ging man am Boden rauf, da konnte man die Wäsche aufhängen. Der Trog wurde vom Keller heraufgeholt, das war mit Papas Hilfe über die gewundenen Stirn und die Wäsche wurde dort ausgekocht. Der Zusammenhalt war sehr, sehr groß und es ist wahnsinnig viel debattiert worden, was heute eigentlich unbekannt ist. Bei uns waren oft 10, 12 Männer und die haben um ein Thema sich da 2 und 3 Stunden unterhalten, bis eine Meinung zustande gekommen ist. Sie haben sich dann auch im Park getroffen, in unserer Nähe war der Waldmüller-Park, ja, und da haben sie da, wir waren Schachspielen, dabei haben sie halt debattiert und politisiert und versucht, also irgendwo etwas zu ändern. Ich habe das alles ja mitbekommen, mitgehört, den Ständestaat erlebt und als Kind eben in diesem Gebäude da erleben müssen, wie die Kinder von den Arbeitslosen und Ausgesteuerten nicht zur Schule kommen konnten, weil sie einfach keine Schuhe hatten im Winter. Und ich habe nur zu denen gehört, dass ich diese Not nicht kennengelernt habe. Wenn ich in die Schule gekommen bin und habe mein Jausenbrot, dann sind 5 bis 6 gekommen und haben gesagt, bitte lass mich abbeißen, weil sie Hunger gehabt haben. Erst 1936 ist es dann irgendwann von der damaligen Regierung aufgegangen, dass man diesen Kindern ja helfen soll und muss. Und dann hat man hier so Kisteln gebracht mit 1/4 Liter Flascherln Milch und die haben die Kinder derer bekommen, nicht einmal die Arbeitslose gekriegt haben, sondern nur die Ausgesteuerten. Und von den Ankerbrotwerken ist immer so ein Pferdelwagen hergekommen und hat Brot gebracht, an den Schultagen natürlich nur. Und das ist auf 8 Teile zerschnitten worden vom Lehrer und die armen Kinder haben eben so 1/4 Liter Milch gekriegt und 1/8 von einem Kilo Brot und das war schon sehr, sehr viel. Einige Meter von da weg im Parterre waren die Wohnungen noch viel kleiner,
überhaupt nur mehr die kleine Küche und ein Kabinett und sehr feucht. Und da hat ein altes Ehepaar gewohnt, die hießen Oberländer. Niemand im Haus von den 18 Parteien hat gewusst, dass es sich dabei um jüdische Menschen handelt. Ganz, ganz liebe alte Leute. Und einige Tage nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich bin ich um die Milch gegangen und auf der Gudumstraße ist so ein Kartoffelgeschäft gewesen, das runtergeht, um die, ein bisschen ums Eck da. Und da höre ich was wimmern und schaue runter, was der Herr Oberländer. Und ich habe auf ihn eingesprochen und er hat gesagt, Kettl, hat er gesagt, die Munds haben es weggejagt, weil er Samen wollte, diese zwei Löcher haben. Sag ich, und wo ist Frau Oberländer? Sagt er, weiß ich nicht. Und ich bin ins Haus gerannt und habe gesagt, Mama, bitte, bitte holt sie in Oberländer. Und habe das erzählt und meine Eltern haben gesagt, Kind, das kann man nicht machen. Aber in der Früh war er weg. Und die zwei armen alten Leute sind sicher irgendwie gleich Anfang zugrunde gegangen. Da war die Maria Fischer. Ihr Mann ist im Jänner geköpft worden, im gleichen Jahr, irgendein Jännertag. Und die Maria Fischer war eben am 30.03. dabei und hat geschrien, dass alles kollert hat. Bis auf am vierten Stock hat man es gehört. Erika, 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 mein Kind. Und das waren Schreie, die man nie aus sich herausbringen kann. Wenn ich davon rede oder nur daran denke, höre ich das Hallen und das Weinen, Schreien von der Frau. Niederschrift. Der Scharfrichter meldet, dass das Richtgerät in Ordnung und er mit seinen Gehilfen zur Vornahme der Hinrichtung bereit sei. Um 18.15 Uhr wird die Verurteilte vorgeführt. Der Leiter der Vollstreckungshandlung verliest den entscheidenden Teil des Urteils und beauftragt den Scharfrichter, das Urteil zu vollziehen. Um 18.15 Uhr und 46 Sekunden wird die Verurteilte dem Scharfrichter übergeben. Um 18.16 Minuten und 02 Sekunden meldet dieser den Vollzug des Todesurteils. Das Verhalten des Scharfrichters und seiner Gehilfen war in keiner Beziehung zu beanstanden. Der Leichnam wird in den bereitgestellten Sarg gelegt.